In unserem heutigen Filmbeitrag wollen wir uns nochmal um die Stromerzeugung mittels Peltier-Elemente kümmern. Was kann man rausholen aus so einem Peltier-Element? Und wie ist strömungstechnisch gesehen der ideale Brennerraum? Da werde ich euch einfach mal ein paar Versuche vorstellen. Ja, ich denke, es wird ein spannendes Thema. Bleibt dran! Wir starten mal wieder mit unserer Versuchsanordnung für heute. Und da habe ich natürlich erstmal hier ein digitales Messinstrument zur Ermittlung der jeweiligen abgegebenen Klemmspannung der Peltier-Elemente. Den Brennerraum, den habt ihr ja im Prinzip gerade schon gesehen. Und dann haben wir schließlich noch zwei Verbraucher, die wir gleich nutzen werden. Einmal ein Notradio, steht hier ganz links. Und zum anderen werde ich mal Versuche machen mit dem sogenannten USB-Step-Up-Modul. Da man es nicht so richtig sehen kann, zeige ich euch das mal hier im Bild. Denn dieses USB-Modul möchte ich natürlich unten unter dem Brennerraum bei mir noch einbauen. Und das bedeutet, es kommt dann schließlich hier in mein Holzkästchen noch hinein, sodass ich in der Lage bin, mit diesem stromerzeugenden Aggregat dann schließlich auch mein Handy, unter anderem mein Handy, natürlich auch in einer Notsituation aufladen zu können. Schließlich verwenden wir dann auch noch so eine USB-LED-Lampe, sowas kennt ihr ja auch, wahrscheinlich vom PC oder so, ne? Die ist ja im Grunde in jeder USB-Schnittstelle dann auch nutzbar. Und das werden wir einfach mal, weil es natürlich optisch dann eindeutiger ist, hier für diese USB-Schnittstelle werden wir das Ganze dann auch hier mal zu betreiben versuchen. Aber dazu muss jetzt mein Brenner natürlich erstmal so langsam in Fahrt kommen. Und wir haben jetzt etwa 1,8 Volt, das reicht noch nicht so ganz. Aber sobald wir gleich bei 2,5, 3 Volt etwa, würde ich schätzen, angekommen sind, müsste es dann langsam losgehen. Wobei ihr jetzt schon hier erkennen könnt, dass natürlich die Kontrollleuchte auf diesem Step-Up-USB-Modul schon zu leuchten beginnt. Und tatsächlich wird also das sichtbare Licht immer heller. Also die Bereitschaft kehrt langsam hier ein. Und wir haben jetzt gerade eine Klemmspannung von 2 Volt, zeige ich euch natürlich auch auf dem Messinstrument noch. Ja, hier sehen wir die gemessene Spannung, also bei 2 Volt ist also die LED hier perfekt schon am Leuchten. Ne? Und so versuche ich jetzt einfach mal hier meine LED-Lampe anzuschließen und wir stellen schon fest, ja, das Ganze funktioniert bereits. Ne? Es ist noch eine, ich sag mal, gemäßigte Helligkeit, ja, aber durchaus schon nennenswert oder brauchbar, sage ich mal. In einer Krisenzeit sowieso, wobei ich natürlich da weniger das Licht brauche, allenfalls die Wärme von den Kerzen und natürlich die USB-Schnittstelle mehr als Auflademöglichkeit, um zum Beispiel die Betriebsbereitschaft eines PCs zu verlängern oder eben natürlich dann, um mein Handy wieder aufzuladen. Das sind ja so die eigentlichen Dinge, die man dann im Falle eines Falles vielleicht benötigt. Beachtet bitte die Anzeige hier auf meinem Multimeter. Ihr habt gesehen, dass die Spannung hier ordentlich zusammengebrochen ist durch diese Belastung dieser LED-Lampe. Na, sie leuchtet also nach wie vor noch. Na. Aber die Klemmspannung hier von meinen Peltier-Elementen, die ist zurückgefallen auf 0,35 Volt. Ne? Also wenn ich jetzt einfach mal hier die Trennung wieder realisiere, dann schnellt natürlich die Ausgangsspannung der Peltier-Elemente wieder hoch auf 2,5 Volt. Im Brenner, wenn er dann einmal so richtig in Fahrt gekommen ist, was im Moment noch nicht der Fall ist bei mir, dann würden wir natürlich 4 T-Lichter eigentlich nur brauchen, um den Betrieb dann wirklich mit der USB-Schnittstelle oder dem Radio betriebsfähig zu halten. Ich habe jetzt hier, wie ihr zählen könnt, 5 T-Lichter hineingestellt. Das liegt einfach daran,
dass ich gebrauchte Teelichter hier verwende. Na? Also Teelichter, die schon mal an waren, ausgepustet wurden und jetzt von mir wieder in Betrieb genommen wurden. Ihr seht auch an der Flammenhöhe, insbesondere der hinteren Teelichter, dass die Flammenhöhe sehr bescheiden ist. Das liegt immer daran, dass ein Teelicht daran krankt, dass eben dieser Docht sehr kurz ist. Und habe ich einmal dieses Teelicht ausgeblasen, bricht in der Regel auch diese kleine, kurze Dochtschnur, die bricht dann in der Regel ab, weil sie auch sehr dünn ist. Und dann haben wir nur halbe Freude mit diesem Teelicht. Und das seht ihr hier auch, also mindestens zwei Lichter brennen hier, ich würde schon fast sagen, auf Reserve. Ne? Also das ist jetzt nicht so die Wärmeentwicklung, die wir eigentlich gebrauchen würden. Also müssen wir immer unterscheiden, ob wir von neuen Teelichtern sprechen. Na, dann reichen wirklich vier neue Teelichter aus. Und wenn ich dann eben solche gebrauchten hier einsetze, müssten das dann eben in meinem Fall hier fünf Teelichter sein, sonst wird natürlich nichts aus unseren Versuchen. So, mein Voltmeter zeigt jetzt also 3 Volt an, die aus diesen Peltier-Elementen jetzt hinten an der Schnittstelle, zeige ich euch natürlich gleich noch, abgegeben werden. Da habe ich so ein paar Bananenbuchsen. Und ich werde jetzt einfach mal, um nochmal ein altes Bauprojekt kurz nochmal wieder darzustellen, ein UKW-Radio einfach mal starten mit dieser Spannung. Da habe ich so ein kleines Transistorradio hier vorne. Zeige ich euch jetzt, das schalten wir mal ein und nehmen es in Betrieb. Als Notradio verwende ich hier ein älteres Transistorradio, was unter normalen Umständen gespeist wurde mit 2 Batterien a 1,5 Volt. Und ich habe jetzt, die Rückseite zeige ich euch natürlich gleich, indem ich das Gehäuse wieder umdrehe, speise jetzt natürlich dieses Radio hier mit meinen Peltier-Elementen. Ne? Und wir sehen, die Kontrollleuchte ist schon einigermaßen da. Ne? Auch die Anzeige, die digitale Anzeige ist schon sichtbar. Und wir werden gleich erleben, wenn denn die Klemmspannung hoch genug wird, dass das Radio automatisch dann in Betrieb geht. Das warten wir gerade mal für einen Augenblick ab. Ja, da haben wir den Moment. Also das Radio kommt jetzt so langsam in Betrieb. Wir hören, dass der Empfang noch nicht so richtig klar ist. Aber jetzt. Ja, wir sehen jetzt hier die Rückseite von diesem Notradio. Einmal das Instrument hier auf der linken Seite. Ich habe auch hier ein Voltmeter eingebaut. Und ihr seht, der Zeiger ist schon am Anschlag. Also 5 Volt kommt tatsächlich jetzt hier von den Peltier-Elementen inzwischen quasi am Radio an. Ne? Ab 2 Volt könnte schon langsam die Funktion so des Radios losgehen. Aber jetzt natürlich bei 5 Volt ist es dann natürlich so richtig prächtig. Ne? Wir sehen, so etwas sinkt auch die Spannung wieder. Woran das liegt, erkläre ich natürlich auch noch. Ja, und dieses Notradio hat hier oben natürlich nochmal einen eigenen Brenner. Ne? Dieser eigene Brenner ist hier auch entsprechend natürlich verbaut in diesem Gerät, wie ihr leicht erkennen könnt. Dieser Brenner ist so ausgelegt, dass ich ihn für 2 große Teelichter im Grunde hier nutzen kann. Und auch dieser Brenner ist natürlich in der Lage, mindestens das Radio zu betreiben. Ne? Also auf jeden Fall. Ne? Aber die Umströmung der oberen Kühlkörper ist nicht optimal durch diese Anordnungsart und deshalb werden wir gleich eben diesen neuen Brenner näher besprechen, weil hier also insbesondere die Strömungslehre ganz anders berücksichtigt wird und das möchte ich euch einfach mal in Ruhe noch erklären. So, ihr hattet gerade gesehen, dass von 5 Volt so ein bisschen die Spannung wieder runterging. Das liegt daran, dass ich im Grunde statt der 5 Teelichter jetzt nur noch 3 Teelichter hier im Betrieb habe, weil für den Dauerbetrieb reichen die 3, wenn also die Temperatur
hier unten an den Elementen einmal angekommen ist und das ist richtig ordentlich warm geworden, dann reichen mir diese drei T-Lichter natürlich für den Dauerbetrieb des Radios absolut aus. Ne? Aber ich wollte euch hier was anderes erklären. Anders als eben in diesem Notradio, wie gerade gesehen, verwirklicht, habe ich hier eine völlig andere Konstruktion gewählt, wie ihr sehen könnt. Die Peltier-Elemente, nur um da nochmal drauf hinzuweisen, sind hier oben angeordnet. Einmal auf der linken Seite und einmal auf der rechten Seite. Wenn man genau hinschaut, denke ich, kann man sie erkennen. Ne? Peltier-Elemente erzeugen ja immer dann eine Spannung, wenn es einen Temperaturunterschied gibt zwischen der einen Seite des Peltier-Elements und der anderen Seite des Peltier-Elements. Das heißt, über diesen Kühlkörper hier im Brennerraum heize ich das Peltier-Element von unten natürlich vor und kühle es von oben mit diesen Kühlkörpern hier wiederum auf der Seite ab. Ne? Und durch diese Temperaturdifferenz zwischen oberen Kühlkörper und unteren Kühlkörper entsteht jetzt eben das, was wir vorhin Klemmspannung genannt hatten. Soweit ja schon mal in verschiedenen Filmen dargestellt. Das ist ja erstmal nichts Neues. Ne? Was ich euch hier aber an diesem Brenner jetzt zeigen will, ist, dass ich sehr lange an verschiedenen Methoden gearbeitet habe, um diesen Brenner zu optimieren. Also insbesondere darauf hin zu optimieren, dass sehr, sehr lange Betriebsdauern, also wenn die Teelichter 4 Stunden in der Lage wären, hier eine entsprechende Flamme auch zu bieten. Also 4 Stunden lang ohne große Probleme dann auch wirklich meine Verbraucher hier betreiben zu können. Ne? Dazu ist es nötig, dass die oberen, eigentlich zur Kühlung gedachten Kühlkörper nicht zu warm werden. Denn ich hatte ja gerade erklärt, dass genau die Differenz zwischen diesen beiden Temperaturen zwischen den Peltier-Elementen entscheidend sind, was für eine Spannung und was für eine Leistung ich im Grunde hier aus meinem Reaktor im Grunde ableiten kann. Ne? Also muss dieser obere Kühlkörper möglichst kühl bleiben. Die Idee, die bei mir dahinter steckt, ist die, wenn ich hier unten mit den Teelichtern heize, dann brauchen wir erstmal nach oben, zeige ich euch gleich im Bild, eine entsprechende Kaminöffnung, sodass der heiße Dampf natürlich auch nach oben entweichen kann. Würde ich dieses Dreieck dicht machen, also jetzt luftdicht nach oben sozusagen als Kamin verschließen, dann würden natürlich unsere Teelichter hier ersticken. Ne? Das wird nicht funktionieren. Sondern wir wollen ja, dass es ordentliche, gerade gerichtete Flammen gibt von den Teelichtern. Das ist ja entscheidend. Und das erreiche ich jetzt eben durch diese Kaminlöcher, ne? So möchte ich sie mal bezeichnen, ne? Der unteren Kühlkörper. Ne? Ich hoffe, man kann sogar die Teelichter, ich gehe mal ein bisschen mit der Kamera zurück, auch die Teelichter da unten im Brennerraum deutlich sehen. Ne? So, jetzt strömt ja hier die heiße Luft ziemlich scharfkantig geradeaus nach oben weg. Ne? Und diese Strömung, die jetzt hier aufsteigt, das ist eine ziemlich massive Strömung, die mir ganz ordentlich hier auch noch die Hand wärmt, ne, in diesen kalten Zeiten. Diese Strömung nimmt jetzt quasi die Luftschichten, die jetzt hier über diese Kühlkörper, die ja kühlen sollen, quasi hier anstehen, mit nach oben weg. Also es kommt zu einem Zugeffekt. Ne? Das heißt also, von diesen Kühlkörpern seitlich hier wird also die Luft jetzt hier durch den Wärmestrom nach oben mitgenommen. Und dadurch habe ich einen Kühleffekt, der dazu führt, dass tatsächlich auch nach längerer Betriebszeit dieses Brenners im Grunde dieser Kühlkörper kaum warm wird. Ne? Ich brauche also, das will ich damit darstellen, ich brauche keine Lüfter oder irgendwas, was mir zusätzlich noch Strom verbraucht, was ich ja hier gerade kostbar erst mit meinen Peltier-Elementen erzeugt habe. Das brauche ich alles nicht. Weil durch dieses Strömungsverhalten im Grunde des Brenners selber
ausreichend Luftmassen mitgerissen werden nach oben, die dann für eine Kühlung der Kühlkörper hier entsprechend sorgt. Ja, oben habt ihr sicher zwei blaue Querstreben schon erkannt, die natürlich diese Kühlkörper hier auf einem definierten Abstand halten sollen, damit eben dieser Kamin für die Strömung der heißen Luft natürlich hier ordentlich aufbleibt, ne? Nicht riesig groß ist, aber so weit aufbleibt, dass wir hier eine ordentliche Brennerwirkung unten haben. Und diese Stege kann ich jetzt gleichzeitig nutzen, um in einer Notsituation dann natürlich auch hier noch zum Beispiel eine Pfanne oder einen Topf aufzustellen, um zum Beispiel die Babynahrung warm zu halten oder warm zu machen. Ne? Das könnt ihr in einer kritischen, ich spreche mal immer von Notsituationen, könnte das ja durchaus ein Vorteil sein, auf diese Art und Weise dann nochmal so ein bisschen was an Brei zum Beispiel warm zu machen. Was mir nicht gelungen ist, ist hier Wasser zu kochen. Also dafür reicht natürlich hier die hier ankommende und aufsteigende Heißluft nicht aus, um irgendwann auch nach einer Stunde meinetwegen hier Wasser tatsächlich zum Kochen zu bringen. Das wird nicht gelingen. Ne? Also dafür ist natürlich dieser Brennerraum, insbesondere jetzt mit den drei Kerzen nur noch, natürlich überhaupt nicht richtig dimensioniert, ist ja klar. Dafür habe ich es ja auch nicht dimensioniert, denn wenn wir unten beliebig heizen würden, dann würden wir die Peltier-Elemente natürlich zerstören. Ne? Also die Peltier-Elemente können auch nicht beliebige Hitze ab. Also die Temperatur der unteren Kühlkörper hier sollte auch nicht so heiß werden, dass wir uns die Peltier-Elemente verschmoren. Ne? Also da müssen wir natürlich auch drauf achten. Also die Temperatur ist jetzt hier so, dass ich mit dem Finger zwar noch kurz hier drauf kann, ne? Aber allzu lange halte ich das auch nicht fest. Also das ist eine Hitze, die durchaus von den Peltier-Elementen vertragen wird. Ja, wie die Strömung jetzt aussieht, die ich vorhin beschrieben habe durch diesen Kamineffekt, das möchte ich euch nochmal zeigen. Dazu mache ich unten im Brennerraum jetzt einfach mal ein bisschen Rauch. Rauch kann ich dadurch erzeugen, dass ich hier natürlich Wachs verbrenne. Ja, da setze ich einen kleinen Bunsenbrenner ein, damit wir eine ordentliche Rauchentwicklung haben. Und dann seht ihr im Grunde gleich, natürlich ohne Topf machen wir das, ne? Dann seht ihr auch gleich schön, wie aus dem Kamin eben dieser Rauch ganz gerade gerichtet nach oben wegströmt. Ne? Schauen wir uns mal an. So, ihr seht jetzt den Rauch deutlich aufsteigen. Er steigt sehr schnell auf, wie ihr sehen könnt, und ziemlich gerade. Das ist genau das, was ich euch zeigen wollte. Also wir haben hier wirklich eine Luftströmung, die ziemlich scharf begrenzt ist, ne? Und damit eben dieser Effekt, von dem ich vorhin sprach, dass die Umgebungsluft natürlich dieser echten Kühlelemente von außen hier im Grunde hier luftstromtechnisch natürlich gekühlt werden, ne? Also das ist doch verrückt, ne? Also mit der heißen aufsteigenden Luft kühle ich im Grunde hier meine Kühlkörper der Peltier-Elemente. Ja, eine große Sauerei ergibt sich immer dann, wenn natürlich das Wachs in den Teelichtern bereits geschmolzen ist. Ne? Also dann haben wir eben diese Flüssigkeit hier. Und wenn man jetzt natürlich die Kerzen wieder anzünden muss, weil zum Beispiel eine ausgegangen ist oder man wieder alle fünf in Betrieb nehmen will, dann muss man sie natürlich aus dem Brennerraum entfernen. Ne? Und dann passiert genau das, was ihr hier im Grunde spätestens auf dieser Seite hier sehen könnt. Ne? Dann kippt man gerne mal Wachs um und dann dröppelt es auch aus dem Brennerraum hier heraus. Ne? Also das ist eine schöne Sauerei. Da muss ich noch ein bisschen nachschieben. Ne? Und zwar müssen wir dafür sorgen, dass wir im Grunde eine kleine Schublade schaffen, die wir hier vorziehen können, um unsere Teelichter dann im Grunde hier wieder anzündbar zu machen und wenn dann schließlich alles prima brennt, auch wieder in den Brennerraum hineinzuschieben. Sowas habe ich bei meinem alten Brenner, den ich euch vorhin ja schon gezeigt habe, realisiert. Und das möchte ich euch auch nochmal empfehlen, also gleich daran zu denken,
die Teelichter aus so einer kleinen, ich nenne sie mal Pfanne zu stellen, auf ein kleines Brettchen zu stellen, um dann eben die Bedienung natürlich dann für die Teelichter zu erleichtern. Ja, das habe ich hier im Grunde verwirklicht. Bei diesem Brenner kann ich im Grunde die Teelichter richtig hinausziehen, kann jetzt meine Teelichter erneuern, anzünden, was auch immer. Und dann werden die brennenden Teelichter im Grunde wieder unter das Kühlblech im Brennerraum geschoben, um dann eben für die Peltier-Elemente wieder die entsprechende Hitze zu erzeugen. Ne? Ja, und da ich jetzt natürlich hier in meinem Brenner keine Kerzen mehr drin habe, seht ihr auch hier, dass die Klemmspannung jetzt natürlich langsam, aber sicher absinkt. Ne? Das heißt also, ein Peltier-Element produziert nach wie vor noch eine entsprechende Spannung und damit auch Strom, so lange, bis natürlich die Kühlbleche wieder abgekühlt sind. Ne? Und wir sehen, er ist jetzt hier auf den absteigenden Ast. So, die 5T-Lichter habe ich wieder in meinen Brennerraum eingebaut. Die Sauerei, die ich hier mit dem Wachs verursacht habe, muss ich natürlich gleich noch entfernen. Dazu wartet man am besten ab, bis es richtig knacke kalt ist, das Wachs. Dann kann man es am besten wieder mit einem kleinen Messerchen wieder von der Tischplatte hier abtrennen. Und ihr seht jetzt hier auf dem Voltmeter, dass so langsam, aber sicher die Klemmspannung der Peltiers wieder steigt. Ne? Wir sind jetzt bei 2 Volt und wir sehen auch auf unserem Step-Up-Modul, sehen wir auch hier langsam die Kontrollleuchte wieder Fahrt aufnehmen. Das heißt also, ich kann jetzt wieder hier USB-Geräte, wie zum Beispiel mein Handy oder die vorhin schon gezeigte LED-Lampe wieder betreiben und es wird natürlich funktionieren. Ne? Und ja, wir beschließen das Ganze am besten dadurch, dass wir einfach nochmal das Radio aktivieren, in der Hoffnung, dass da Musik ist, die nicht gleich GEMA-verdächtig wird. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wünsche euch eine schöne Bastelzeit. Alles Gute, Ade und Bye-bye. Mein Radio nimmt wieder Fahrt auf. Wir haben gleich wieder 2 Volt Klemmspannung erreicht, wie auf dem Messinstrument zu sehen ist. Und zunächst tuckert das Radio ein wenig. Der Ton ist anfangs wieder ein bisschen unscharf. Aber jetzt mit weiter steigender Klemmspannung wird es dann natürlich immer besser werden. Actual personnel levels in the Navy are now really parlous in terms of ability to crew the ships. And you're talking about 200 people on every destroyer, every frigate, and usually you need 2 crews. One crew. Ja, und wir sehen, dass mit der Sprache natürlich auch die Klemmspannung immer wieder ein wenig zusammenbricht. Das ist bei Bessen übrigens auch der Fall. Also da fällt natürlich die Klemmspannung immer wieder ein bisschen ein. Aber ja, das ist der Tatsache einfach zu verdanken, dass die Peltier-Elemente natürlich nur eine sehr begrenzte Leistungsfähigkeit besitzen. What does he make of it all?